Zahl der Ruhrgebietswohnungen gestiegen. Das Angebot an Wohnraum in der Metropole Ruhr wird kontinuierlich größer. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,9% gestiegen. So gab es 2014 knapp 2,64 Millionen Wohnungen. In NRW ohne die Metropole Ruhr fiel der Anstieg mit 1,9% noch höher aus. Vor allem im Kreis Wesel wurde gebaut. Unter den 53 Städten und Gemeinden der Region weisen die kreisangehörigen Gemeinden Xanten, Hamminkeln, Schermbeck sowie Sonsbeck mit jeweils rund 3% den höchsten Wohnungsanstieg gegenüber dem Jahr 2010 auf. Die niedrigsten Zuwachsraten verzeichnen Herne und Bergkamen im Kreis Unna mit jeweils 0,1%, gefolgt von Duisburg mit 0,3%. Mit 69,3% gibt es in der Metropole Ruhr hauptsächlich 2- bis 4-Raumwohnungen. Den höchsten Anteil an Wohnungen mit 5 und mehr Räumen innerhalb der Metropolregion hat der Kreis Wesel mit 42,5%, den niedrigsten Anteil hat Duisburg mit 19,9%. Duisburger SPD-Landtagsabgeordnete fordern bessere Strukturnutzung durch Förderung. Die SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Bischoff und Frank Börner fordern im Zuge der aktuellen Flüchtlingsdebatte, dass die erweiterten oder neuen Strukturen, die sich durch die Zuwanderung ergeben werden, für alle gleichermaßen genutzt werden. Das heißt, dass eine gute Integration von Flüchtlingen nur gelingen könne, wenn Einheimische weiterhin gefördert würden, so die SPD-Politiker. Derzeit müssen Strukturen aufgebaut werden, um langfristig Integration und Verbesserung zu erreichen. Die daran anschließenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen müssen dann aber für alle Arbeitslosen gleich gelten, so die Duisburger Sozialdemokraten. Zugewanderte und Einheimische sollen gleichermaßen gefördert werden und Stellenangebote erhalten. Gleiches gelte für das neu aufgelegte Landesprogramm zum sozialen Wohnungsbau. Der steigende Bedarf müsse durch steigenden sozialen Wohnungsbau für alle gedeckt werden. Der Zugang für die neuen Wohnungen gelte gleichermaßen für hier bereits länger Lebende wie für Zugewanderte. Preise für Agrarland in NRW dramatisch gestiegen. Die Preise für landwirtschaftliche Grundstücke sind in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen. Das teilt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz mit. 40.049 Euro mussten im Durchschnitt für einen Hektar Acker oder Wiese bezahlt werden. Das sind rund 18% mehr als noch ein Jahr zuvor. Innerhalb von nur 5 Jahren stieg damit der Preis für landwirtschaftliche Flächen in Nordrhein-Westfalen um 49%. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der vom Landesbetrieb Information und Technik aufgestellten Statistik durch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Hinzu komme, dass steigende Grundstückspreise auch die Pachtpreise, die in NRW ohnehin schon seit Jahren bundesweit Spitze sind, weiter nach oben treiben. Nach Beobachtungen der Landwirtschaftskammer NRW investieren zunehmend auch außerlandwirtschaftliche Kapitalanleger in landwirtschaftliche Grundstücke, die diese nicht selbst bewirtschaften wollen. Im Bundesvergleich liegen die Preise für landwirtschaftliche Flächen in NRW nach Bayern erneut an zweiter Stelle. Im bundesweiten Durchschnitt wurden 18.100 Euro pro Hektar bezahlt. Auch im Bund steigen die Preise deutlich, allerdings liegt die Teuerungsrate hier mit 10,5% deutlich unter dem Wert in NRW. Verbraucherzentrale NRW richtet Informationspool für Flüchtlingshelfer ein. Die Verbraucherzentrale NRW hat in einem eigenen Portal Wissenswertes zusammengestellt, was Engagierte in der Flüchtlingshilfe den Neuankömmlingen für den Verbraucheralltag mit an die Hand geben können. Darin sind unter anderem Informationen zu den Fragen, wie ein Girokonto eingerichtet wird, wenn kein Pass vorhanden ist, welche Fallen bei Haustürgeschäften lauern können oder wie die Rundfunksbeitragspflicht geregelt ist, aufgeführt. Ebenso ist zu erfahren, was rund ums Fahren mit Bus und Bahn mit auf den Weg zu geben ist oder wie die Kommunikation in die Heimat via Internet und Handy ohne Kostenfallen funktioniert. Der Informationspool ist im Internet unter www.vz-nrw.de/Flüchtlingshilfe zu finden. Fachtagung zur finanziellen Bildung. Die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen veranstaltet am 15. und 16. Oktober eine Fachtagung zum Thema finanzielle Bildung. Dabei soll die Frage im Fokus stehen, ob junge Leute wirtschaften können. Vorgestellt werden dabei Forschungsergebnisse der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung zu speziell ausgerichtetem Unterricht. Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Thomas Retzmann leitet in der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung die Sektion finanzielle Bildung. Sein Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich in der Wirtschafts- und Finanzwelt zu orientieren und ökonomisch zu entscheiden. Professor Retzmann wird bei der internationalen Fachtagung in das Rahmenthema die Messung der finanziellen Bildung, Messinstrumente und empirische Befunde einführen.
trüb, grau und verregnet, so zeigte sich heute das Wetter über dem Duisburger Stadtgebiet. Die Temperaturen stiegen dabei nicht über 14 Grad. Morgen kommt dann die Sonne wieder ein bisschen zum Vorschein. Bei Temperaturen bis 15 Grad ist kein Regen zu erwarten. Am Samstag kommen dann die Wolken zurück. Erst gegen Nachmittag zeigt sich die Sonne und das Thermometer steigt auf bis zu 15 Grad. Passend zum Sonntag zeigt sich die Sonne dann wieder häufiger. Bei wolkenlosem Himmel gibt es Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad. Autofahrer, aufgepasst, auch am Freitag sind die Ordnungshüter im Stadtgebiet unterwegs und führen Geschwindigkeitskontrollen durch. So zum Beispiel in Marxloh auf der Weseler Straße und in der Innenstadt auf der Mainstraße. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. Noch bis Montag ist wegen eines Brückenabrisses die Straße am Driesenbusch in Walsum gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung wird ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer werden ebenfalls umgeleitet. Und die Angermunder Straße in Großenbaum erhält vor dem Großenbaumer Bahnhof eine neue Fahrbahndecke. Aus diesem Grund ist der Abschnitt für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungsempfehlungen sind ausgeschildert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.